Der Adventmarkt in Glaneck zählt wegen seines stimmungsvollen Ambientes zu den beliebtesten in der Umgebung der Landeshauptstadt. Anziehungspunkt ist aber vor allem der Stand, an dem Wildprodukte aus der Jagd von Gutsbesitzer Maxmeier Mellenhof verkauft werden. Ich kaufe mein Wild fürs ganze Jahr da. Ich friere es daheim ein und verwende es im Laufe des Jahres dann. Und wieso gerade Wildfleisch? Ja, weil Wild besonders gut ist und besonders wenig Fett hat und sehr viel Eiweiß und also sehr gesund ist. Das gibt es nur einmal im Jahr und das ist wirklich die beste Wurst. Also wir müssen unsere ganze Familie versorgen, also damit die bis zu den Enkelkindern runter geht das, ja. Vier Aktivisten vom Verein gegen Tierfabriken protestieren gegen den Verkauf des Wildbrets. Maxmeier Mellner verkauft hier die toten Wildschweine, die in seinem Gatter ums Leben kommen. Und wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es eben keine Wildtiere sind, kein echtes Wildbret, sondern Tiere in einer Umzäunung, die da verkauft werden. Ein Anliegen, das bei den Marktbesuchern nicht nur auf wenig Interesse, sondern auf völliges Unverständnis stößt. Was wollen Sie protestieren? Wenn ich das jetzt dann das Wild importiere, aus Ungarn, aus Polen, das ist gescheiter. Also wir haben Meier Möllenhof, da was von Untersberg kommt, und die paar Wildschau, was er da schießt, in der Andränger auch, das kann nicht das Wahre sein. Das sind die ein bisschen daneben. Na, ich finde, ein Jagd kehrt her. Es wird weitgerecht gemacht und wenn das Wild einmal im Jahr getrieben wird, ist das normal. Es kann ja genauso, wenn heute ein Mensch durch den Wald geht und schreckt der Wild auf, flüchtet es ja auch. Auch der Hausherr hält die Protestaktion naturgemäß für wenig angebracht. Das habe ich gerade erst erfahren, dass sie auch am Weihnachtsmarkt protestieren. Ich glaube, die haben sich an der Adresse geirrt, weil hier sind 30 Bauern, die hier ihre handwerklichen Produkte und sehr wohl auch Wurst und Speck und Käse anbieten. Ich glaube, das hat hier überhaupt nichts verloren. Und so werden sich die Liebhaber von Wildbret wohl auch weiterhin nicht durch Proteste der Tierschützer davon abhalten lassen, Fleisch aus der Jagd von Meier Mellenhof zu kaufen.